Herzlich willkommen zu einem weiteren Video Car Mechanic Simulator 2018 und zwar wieder zu einem neuen Projekt. Und zwar einem Ford GT aus 2005. Ja, ein Modfahrzeug ursprünglich, aber eins, wie ich finde, das sehr, sehr interessant ist, weil ein Ford GT ist ein schönes Fahrzeug. Es gibt auch sehr, sehr coole Details, wie zum Beispiel den Innenraum, natürlich auch die richtigen Türen, die auch hier originalgetreu mit so einem, ja, Stück in die Karosserie mit reingehen. Dann natürlich hier, ganz wichtig, so eine Art Minimotor und da hinten natürlich der richtige Motor mit der richtigen Heckklappe. Also hier ist, glaube ich, nichts weiter groß, außer die Batterie. Und hier haben wir den riesen Motor. Und jetzt kommt nämlich das Lustige an dem Ganzen, die Herstellerangaben. 703 PS. Ich glaube, so richtig die Originalangabe von einem Ford GT ist es nicht, aber gut, es ist halt ein bisschen anders. Sowie 868 Newtonmeter Drehmoment hat der in der Standardvariante laut Hersteller. Jetzt haben wir das Fahrzeug ersteigert und zwar war ich auf einer Auktion, da kann man Fahrzeuge ersteigern und da habe ich das gekriegt für um die 70.000 und das Fahrzeug ist 83.800 wert, also ich habe jetzt schon einen Gewinn gemacht. So, jetzt wollen wir das Fahrzeug aber modifizieren, wieder auf Vordermann bringen und schauen, wie es denn so fährt, ja. Und natürlich auf dem Dragstrip und vielleicht auch auf der Rennstrecke, je nachdem. So, aber jetzt ist erstmal wichtig, wieder mal eine Art Bestandsaufnahme zu machen und danach wollen wir auch ins Tuning gehen von dem Fahrzeug, aber auch alles so gut es geht auffrischen. Ich schau mal, ob das Ding ja, anspringt. Das hat nicht mal Motoröl drin, das heißt, wir werden jetzt mal Motoröl reintun. Ich sehe, die Drosselklappe ist direkt offen, das heißt, da wird wahrscheinlich, ne, da wird nichts fehlen. Ist ja lustig. Mal schauen, ob er überhaupt anspringt, weil die Fahrzeuge, die da auf Auktionen ersteigert werden, sind ab und zu etwas spezifischer. So, Kompressor hat er auf jeden Fall schon. Okay, jetzt würde ich sagen, dann tun wir mal Motoröl rein. Und dann schauen wir mal, was er so im Moment an Leistung auf dem Prüfstand erbringt. Da bin ich gespannt. So, danach müssen wir das Motoröl eh wieder ablassen und wir werden den Motor komplett auseinanderschrauben natürlich. Wir werden unter anderem auch natürlich uns um die ganze Karosserie kümmern, wieder schick und schön machen, einfach alles raus, alles rein, je nachdem. Also an sich, das Fahrzeug scheint auf jeden Fall fahrbar, sonst könnten wir es nicht messen. Ich schätze mal, dass er so um die 20% weniger Leistung haben wird. Probieren wir es. So, 703 PS, 868 Newtonmeter Drehmoment ist Angabe des Herstellers. Jetzt bin ich gespannt. Oh, 35% weniger als angegeben. 451 PS bei 563 Newtonmeter Drehmoment. Okay, das ist schon deutlich weniger als der Hersteller angegeben hat. Also das Auto ist leicht runtergekommen. Ich nehme an, Kolben, Kompressor, alles wird ein bisschen mitgenommen sein. Alles klar, soviel zur Bestandsaufnahme. Das hat sich jetzt auch hier aktualisiert, wie man sieht, in den Angaben. Mal schauen, wo wir am Ende rauskommen. Also ich will eigentlich schon über die 1000 PS kommen bei dem Ford GT und das ist unser Ziel, das 1000 PS Projekt so gesehen. Mal schauen. Und jetzt gehen wir mal die ganze Sache dann so an, dass wir zuerst die ganze Karosse abbauen beziehungsweise die Türen und natürlich das Fahrwerk und danach uns um den Motor kümmern. Und wie ihr schon bemerkt habt, zum einen steht jetzt da auf einmal ein Porsche und ein bisschen weniger Geld ist auf dem Konto, aber wie man sieht, die Garage ist komplett anders gestaltet und das kommt mit dem Garage Customization DLC. Und zwar kann man hier das Aussehen der Werkstatt verändern, wie man möchte, ja. Also man kann hier alles ändern eigentlich, fast jede Wand, fast jede Rille hier und entsprechend verschiedenste Wände kann man anpassen mit entsprechend diesem Tool. Finde ich ganz cool, ist sogar kostenlos als DLC. Und den Porsche habe ich soeben fertig gemacht, ein Porsche 996 GT3, sehr, sehr cool, sehr, sehr cooles Auto, aber wir wollen jetzt loslegen mit unserem Ford GT. Ja, wir haben gesagt, wir machen zuerst das ganze Zeug drumrum ab, weil wir das zuerst heute gestalten werden, also zuerst das Außenkleid, bevor wir da richtig uns um die Technik kümmern. Und ja, Technik ist gut, weil es gibt hier halt heftig, heftig viel zu tun an dem Auto. Der Wert von dem Fahrzeug haben wir schon gesehen, der ist ziemlich gut. Ich habe den ja auf dem Markt ersteigert, ja. Muss man sagen, dass natürlich solche Märkte immer, ja,
Zufall sind, ob man jetzt da abstaubt oder ob man jetzt da eher weniger Gewinn macht. Aber ja, ich habe in dem Fall ganz gut Gewinn gemacht, allein schon mit dem Kauf. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir erstmal hier die ganze Peripherie runter tun. Windschutzscheibe. So, und natürlich den Innenraum auch. Ich glaube, innenraummäßig würde ich nicht viel anderes Zeug nehmen, aber ich würde auf jeden Fall die Sachen reparieren, beziehungsweise neue Sachen einkaufen. Zack, weg damit. Weg damit. So, und jetzt machen wir dann noch das ganze andere Zeug ab, sprich das ganze Fahrwerk und so weiter und so fort. Das heißt, einmal komplett ausbauen alles. Und dann schauen wir direkt weiter. Was ich mir bei dem Auto ein bisschen lustig vorstelle, ist halt der Leistungsoutput am Ende, wenn wir alles auf Tuning umgebaut haben. Weil man muss schon sagen, dass das natürlich ein sehr, sehr starker Motor ist. Ich glaube, 700 PS sind ja jetzt hier in dem Fall die Serie gewissermaßen. Jetzt schauen wir mal, ob wir den direkt so rausbauen können, weil das wäre ganz praktisch. Und dann könnten wir so gesehen jetzt dann direkt mit dem ganzen anderen Zeug weitermachen. Na, wo ist er? Erste Hebebühne wollte ich doch bewegen. Nein, nicht erster Stellplatz, erste Hebebühne. So. Weil dann können wir den direkt gleich im Anschluss ausbauen, aber uns zuerst dann um die ganze Karosserie kümmern. Dann haben wir das so gesehen. Achso, das Öl ist noch drin. Ja, gut. Raus damit, weg damit. So, und jetzt den Motor rausheben. So, und ich finde persönlich, der Ford GT ist schon ein echt schickes Auto. So, und jetzt müssen wir einmal Innenraumreinigung und alles andere noch rangehen lassen hier. Bewegen, erste Hebebühne. Bewegen, erste Hebebühne. So, einmal Innenraumpflege. Zack. Und Schweißgerät. So, jetzt sieht er wieder besser aus. Optimal. So, und jetzt schaut er schon eher aus wie ein Ford GT. Zumindest von der Karosse. Jetzt müssen wir natürlich uns noch um den Rest kümmern, ja. Motorabdeckung. Ist auch ganz lustig. Kraftstofftank ist hier noch. Gut, darum kümmern wir uns dann im Anschluss. Jetzt machen wir dann zuerst mal die Karosse. Also einmal zum Reparieren. Können wir schon mal alles reparieren, was wir so aufgefunden haben. So, mal schauen, wie viel überlebt und wie viel nicht. Die Teile für das Zubehör sind aber auch relativ teuer meistens, also man merkt schon, dass die da ins Geld gehen, besonders bei den Modfahrzeugen. Es gibt zum Beispiel auch einen Maserati, ich glaube MC12, der kostet über 2 Millionen allein, wenn man den in der Scheune auffindet, als Schrottwagen so gesehen, also das ist dann schon heftig. So, okay, Ford GT Heckklappe dürfen wir neu kaufen. Tür von links haben wir. Türscheibe brauchen wir neu. Außenspiegel haben wir. Motorhaube haben wir. Stoßstange haben wir auch retten können. Scheinwerfer auch. Ja, das sieht doch schön aus. Hier auch. Jawohl. So, schauen wir mal. Rücklichter. Hier haben wir's. Hier auch. Jawohl, perfekt. Sehr schön. Rechts. Ja, auch. Kotflügel konnten wir auch reparieren.
Hier den Kotflügel auch, okay. Also in dem Fall, die Heckklappe hat es nicht geschafft. Und da sieht man mal gleich dann, wie teuer das wird. Wir brauchen einmal komplettes Scheibenset für den guten Ford und die Heckklappe. Aber das werdet ihr jetzt sehen, wie teuer das wird. Wir wollen den ja nachher, habe ich schon gesagt, entsprechend tunen auf, ja, circa über 1000 PS. Und allein jetzt nur das Außenkleid, wenn da jetzt noch mehr kaputt gegangen wäre, würde schon heftig an unserem Geldbeutel zerren. Mal schauen, also wenn wir jetzt hier eingeben, 2005 Ford GT, dann müsste der direkt kommen. Ja, und da haben wir ihn. Also ein Außenspiegel haben wir. Heckklappe, genau. Es gibt verschiedene Heckklappen. Und Gott im Himmel. 17.000 Dollar für eine Heckklappe. Die Motorhaube würde 6.550 kosten. Heckscheibe 1.900. Wenn man das andere Zeug nimmt. Eieiei. Haben wir die Heckklappe B oder die normale Heckklappe? Oh, bitte. Bitte lass uns die normale Heckklappe haben. Ja, die normale Heckklappe. Mit dem langen Fenster aber wahrscheinlich. Und das ist teuer. Aua. Aua, 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 aua. Motorabdeckung brauchen wir auch neu. Das ist echt teuer. So, okay. 17.000 für eine Heckklappe. Alles klar. Dann gibt es noch teurere Motorhauben. Das war noch die günstige. Alles klärchen. Es gibt auch noch teurere Scheinwerfer, teurere Heckstoßstangen. Scheiben. Allein die Scheiben sind teuer, wie Sau. Windschutzscheibe. Windschutzscheibe rechts hier, Tür. Und dann gibt es auch noch andere Stoßfänger. Alles klar. Heieiei. Kotflügel haben wir noch. Heckscheibe brauchen wir noch. Wenn das entsprechend die Heckscheibe ist, die wir brauchen. So. Heckklappenscheibe brauchen wir noch. 70% hat die nur. Und die Heckklappenscheibe wird wahrscheinlich auch nicht billig sein. 500 Dollar, alles klar. So, okay, mal schauen. Wir wollen ja ein halbwegs neuwertiges Fahrzeug haben. Am Ende. Von dem her muss das schon gehen. So. Okay. Das ist teuer. Also es gibt auch noch teurere Accessoires. Ich habe mich ja mal beim McLaren 650S über 5000 Dollar beschwert über einen Spoiler. Aber das hier mit der Heckklappe ist schon heftig. So, haben wir sonst noch was? Nummernschild brauchen wir dann noch. Bestellen wir mal direkt. Ich würde da direkt so ein GT-Nummernschild einfach machen. Nummernschilder. Und da dann nichts groß, sondern... Also zu dem Ford GT passt eigentlich am besten so ein... so ein bläuliches Nummernschild. Nummernschild Standard, ne. Irgendwas Blaues. Bläuliches. Montana. Montana, zwei Nummernschilder mit dem Text GT. Ja, kostet genauso 1700. Alles klar. Ist schon teuer. Vorne geht gar kein Nummernschild hin. Okay, dann hat sie das eh erledigt, aber hinten GT. So, schön, okay. Alles klar. Ich würde den auch ähnlich blau lassen. Ich würde jetzt da nicht zu viel rumexperimentieren. Sitze, Innenraum brauchen wir noch. Innenraum. Da würde ich auf jeden Fall wieder so ein Ford Lenkrad nehmen. Und zwar so eins, so ein Sportiver, so ein Sport Evo, ja, so ein Sport Evo. Und als Sitz würde ich wieder so einen schwarzen Rennsitz nehmen, schon eher. Also was Sportliches, was ganz Sportliches. Racing, hier, zweimal schwarze Racing-Ledersitze. Passt irgendwie am besten. So, Moment. Jetzt müssen wir den eigentlich kurz anheben, aber ja gut, geht nicht. Wir können die Tür nicht aufmachen. Demontage, Innenausstattung, Montage. So, aber das geht. Genau. Neue Sitze und neues Lenkrad. Sport Evo, ja. Okay, wunderbar. Perfekt. Damit hätten wir das. Dann können wir jetzt theoretisch die Reifen machen. Schon mal uns aussuchen. Wobei, was hat denn der für normale Schlappen drauf? Ja, das wissen wir jetzt natürlich nicht, weil wir zuerst die ganze Peripherie montieren müssten. Okay, also die Außenhaut haben wir. Dann machen wir jetzt die Technik. Und dann schauen wir uns den Rest an. Da bin ich schon gespannt auf das Projekt. Wie viel der am Ende Leistung haben wird und alles.
Hoffentlich viel, hoffentlich viel. So, aber ich würde sagen, wir müssen auf jeden Fall uns um die Technik ein bisschen kümmern. Um den Motor. Und um hier den Rest noch. Um den Luftfilter. Der Luftfilter sieht zwar relativ neu aus. Aber da kommt auf jeden Fall ein Sportluftfilter rein. Weil der bringt mehr Leistung. Ja gut, muss eh neuer rein. Luftfiltergehäuse. Kraftstofftank. Wo ist die Treibstoffpumpe? Da. Kraftstofftank kommt auch raus dann. So. Boah, das sieht schon heftig aus, der Ford. So. Kotflügel hinten links. Moment, wie ist der eigentlich in Schuss? Montage. 53%. Sag bloß, wir müssen jetzt einen neuen Kotflügel kaufen. Heieiei. Wir müssen, glaube ich, einen neuen Kotflügel kaufen, weil den wir nicht reparieren können. Nein, okay, den konnten wir reparieren. Puh. Wie teuer der wahrscheinlich gewesen wäre. Das wäre ein bisschen teuer gewesen. So, dann machen wir mal den Kraftstofftank noch raus. Bremskraftverstärker ist nicht so gut in Schuss, aber der macht wenig Wert. Ich würde sagen, wir machen dann jetzt mal den Motor und schauen dann weiter. Machen wir. So, der Motor ist so gesehen komplett auseinandergebaut. Wir werden jetzt schauen, was wir reparieren können. Und ich bin gespannt. Wir haben ja die Eingangsmessung gehabt mit deutlich minus 30% Bereich. Ich glaube minus 34, minus 35 waren es ja. Von dem her bin ich da schon sehr gespannt, wo wir enden werden mit unseren Tuning-Maßnahmen, mit unseren ganzen Anpassungen. Zusätzlich dazu, da es ja ein Kompressormotor ist. Also das wird sehr lustig, denke ich. Und mal schauen. Gut, haben wir die Kurbelwelle gekriegt, ja. Es gibt ja noch nicht so viele Tuning-Maßnahmen, aber es gibt da ja die ein oder anderen, die dann doch etwas mehr bringen. Bei Turbomotoren hat man ja generell ein bisschen mehr Glück, so gesehen, als bei Kompressormotoren. Weil beim Turbo gibt es auf jeden Fall viele Tuning-Teile, beim Kompressor eher weniger. Man kann ja Supercharger eingeben, aber auf Englisch kommt auch nichts. Und beim Turbo gibt es durchaus Tuning-Teile, wie man hier sehen kann. Turbolader Tuning plus 10% mehr Leistung, also Turbo Tuning ist auf jeden Fall effektiver als in dem Fall Kompressor Tuning, wie man sieht. Aber nichtsdestotrotz wollen wir ja hier Sachen einkaufen. Zum einen die Kraftstoffpumpe, der Filter, die Pumpe brauchen wir. Wir brauchen den DPI Verteiler. DI in dem Fall, ja, zweimal. Der bringt auch schon einiges. Wir brauchen auch noch den Generator. Tuning-Teil, Servolenkung V8, wenn sie eine haben, haben sie, dann brauchen wir, Wasser werden sie nicht haben, denke ich, ne, Wasserpumpe haben sie nicht, Nockenwellen, V8, Tuning-Nockenwellen, die bringen, denke ich, schon mal einiges, da 4 Stück, weil wir haben ja 4 Nockenwellen, ist zwar teuer, aber wird auch viel bringen, denke ich, dann eine V8-Drosselklappe brauchen wir wahrscheinlich. V8 Tuning Drosselklappe, schätze ich mal. Dann Luftfilter brauchen wir auf jeden Fall. Einen normalen Luftfilter war das, glaube ich. Ja, mal schauen. Also das sind jetzt schon einige. Genau, und die Kolben. Kolben. Pleuel mit Kolbenring. Logischerweise. V8 OHV oder hat er eine normale Kolben? Ich glaube, der hat normale Kolben, ne? Schauen wir mal kurz rein. Ja, der hat normale Kolben. Dann nehmen wir entsprechend auch die normalen 8 Zylinder.
Ist entsprechend auch teuer natürlich, aber bringt auch deutlich mehr Leistung, ne? Also, das wird auf jeden Fall einiges rausholen, denke ich. Zack. So, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze jetzt hier noch zusammen. Und, ja, schauen, dass wir auf jeden Fall hier alles an Tuning-Teilen mitnehmen. Ihr könnt ja mal gern drunter schreiben, was ihr denkt, was für Leistungswerte rauskommen sollen. Weil, ich meine, der Standardwert von 700 PS ist natürlich schon viel. Da wir aber ja in den letzten Videos auch einen Drag Racer gebaut haben und da deutlich, deutlich höher gekommen sind, als ich gedacht hätte. Nämlich, ich glaube, über die Werksangabe nochmal 200-300 PS plus, ja, nochmal deutlich mehr Newtonmeter. Ich glaube, das Doppelte der Newtonmeter. Wir hatten 1700 statt 900. Denke ich schon, dass wir hier auch viel erreichen können. Zumal, weil es auch ein Supercharged ist, also ein Kompressor aufgeladener Motor. So wie der letzte, den wir getunt haben. Ist ja eigentlich 1:1 identisch, der Motor, mit dem, den wir bereits getunt haben. Bis auf die Tatsache, dass wir hier, glaube ich, die oben liegenden Nockenwellen haben. Und bei denen, wo wir getunt haben, bei dem Drag Racer, hatten wir keine oben liegenden Nockenwellen. Da hatten wir nämlich, glaube ich, diese Stangen, weil es noch ein älterer war. Also da, denke ich, haben wir jetzt hier auf jeden Fall einen Vorteil. Einfach, weil wir hier einfach die Nockenwellen noch modifizieren. Nockenwellen bringen in dem Fall dann auch nochmal mehr Leistung. Also da erhoffe ich mir dann schon viel. Also da schätze ich schon so an die 1200 PS und 2000 noch was Newtonmeter Drehmoment. Erhoffe ich mir. Mal schauen, wie viel es wird. Ich bin gespannt. So, nochmal teuer eingekauft für die letzten Sachen am Motor. Muss sich lohnen. Also, da bin ich sehr zuversichtlich. Besonders, weil die meisten Sachen hier halt auch tunbar sind. Die beim anderen, beim alten Drag Racer, den wir gebaut haben, nicht tunbar waren. Also, beim alten Drag Racer haben wir nur die 294, 296 gekratzt. Dafür aber sehr schnell dorthin gekommen. Da bin ich jetzt schon sehr, sehr gespannt dann, wo wir mit dem landen werden. Also ich will eigentlich locker über die 300, wenn nicht sogar 330, 340. Das wäre so mein Ziel. Aber mal schauen. Mal schauen. So, ich würde sagen, wir haben jetzt eh gleich den Motor komplett. So. Zack. Sehr schön, alles klar. Schwungrad natürlich noch. Hier natürlich auch ganz wichtig, Tuning. Das bringt auch nochmal eine Menge an Leistung dazu. So. Drucklager brauchen wir noch ein neues. Und dann haben wir es auch schon. Dann wären wir soweit fertig und können im nächsten Video dann wirklich wieder die Hochzeit machen. Also Motor ins Auto
und dann das Fahrwerk und dann sind wir schon fast fertig. Die Außenhaut haben wir schon. Also eigentlich nur noch Motor einbauen und Fahrwerk. Dann sind wir so gesehen fertig. So, wir brauchen jetzt noch genau das Drucklager. Da können wir gleich wieder ein paar mehr kaufen. Die kosten nichts. Lager, genau hier haben wir es. Zack. So, und ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Projekt, weil da reden wir wirklich über maximale Leistungen, die wir erreichen wollen. So, in diesem Sinne würde ich sagen, schauen wir uns dann im nächsten Video an, wie es weitergeht. Und dann schauen wir mal weiter. In diesem Sinne, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.